9.4 Hilbert wechselt die Ebene. Konnte man sicher sein, dass sich nicht irgendwo noch weitere Widersprüche in der Mathematik verbargen? War es gewiss, dass nirgendwo andere unentdeckte Widersprüche lauerten? Was helfen die zwingendsten logischen Beweise, wenn die Logik selbst nicht verlässlich ist, wenn ihre Grundlagen fehlerhaft sind? Henri Poincaré hat das in einem schönen Gleichnis beschrieben. Der Mathematiker ist wie ein Hirte, der seine Herde vor den Wölfen schützt, indem er einen hohen Zaun um sie zieht. Doch wie, wenn sich ein Wolf innerhalb der Umzäunung versteckt hält? Um das auszuschließen, forderte David Hilbert einen Beweis, dass die Mathematik widerspruchsfrei ist. Schon in seiner berühmten Liste offener Probleme aus dem Jahr 1900 lautete das Problem Nummer 2, man beweise die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik. Das war notabene noch bevor Russells Paradox bekannt geworden war. Auch später kam Hilbert immer wieder und wieder darauf zurück. Ein Beweis der Konsistenz von Logik und Mathematik wurde für ihn so etwas wie der Heilige Gral. In keiner Wissenschaft ist ein Widerspruch gern gesehen. Da ist offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung. Aber in einer formalen mathematischen Theorie führt ein Widerspruch zum sofortigen Spielabbruch. Er macht alles unsinnig. Denn nehmen wir an, dass sowohl A als auch nicht A gilt. Dann folgt für jede beliebige Aussage B wegen der Gültigkeit von A die Gültigkeit von A oder B. Und aus der Gültigkeit von A oder B und der Gültigkeit von nicht A folgt wiederum die Gültigkeit von B. Und das für jedes B. Also da hört sich offensichtlich alles auf. Nun waren ja Konsistenzbeweise in der Mathematik nichts Neues, aber es waren stets relative Widerspruchsfreiheitsbeweise. So konnte man etwa zeigen, Sie wissen das schon längst, die nicht-euklidische Geometrie ist widerspruchsfrei, wenn die euklidische Geometrie widerspruchsfrei ist. Umgekehrt übrigens. Oder die euklidische Geometrie ist widerspruchsfrei, wenn die reellen Zahlen widerspruchsfrei sind. Aus der analytischen Geometrie. Und wenn es einen Widerspruch in der Theorie der reellen Zahlen gibt, dann muss es auch schon einen innerhalb der natürlichen Zahlen geben. Hilbert aber wollte keinen relativen Widerspruchsfreiheitsbeweis. Der hätte ja das Problem nur verschoben. Hilbert wollte einen absoluten Widerspruchsfreiheitsbeweis. Und er schlug auch gleich eine Methode vor, um das durchzuführen. Diese Methode wurde in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Hilberts Programm bekannt. Sie bestand darin, die Formalisierung beim Wort zu nehmen und von allen Inhalten, allen Begriffen, allen Bedeutungen abzusehen. Jeder formalisierte Text besteht aus Zeichen eines Alphabets, beispielsweise Klammern, Zeichen wie für alle oder es existiert, Zeichen für Variable und das Zeichen für nicht, dieses Häkchen, das wir haben. In den üblichen mathematischen Texten assoziiert man damit gewisse Begriffe, beispielsweise mit dem Haken das nicht, mit dem umgekehrten Groß A für alle, mit dem umgekehrten Groß E es gibt und so weiter. In Hilberts Programm wird das völlig ausgeblendet. Es gibt keine Inhalte mehr, sondern nur mehr die Zeichen. Wobei eigentlich schon dieses Wort Zeichen zu sehr mit Bedeutung geladen ist. Denn im Sprachgebrauch steht ja ein Zeichen stets für etwas, das zeigt, also für etwas, wo es hinzeigt, für etwas anderes. Jetzt soll das Zeichen auf nichts verweisen. Es soll eine bloße Kraxen sein, wie man so schön sagt. Aber wir werden natürlich weiter das Wort Zeichen verwenden.
Diese Zeichen werden nun gemäß bestimmten Regeln aneinandergereiht und bilden Zeilen, Zeichenketten. Das sind Aussagen ohne jeglichen Inhalt. Einige dieser Aussagen nennt man Axiome und setzt sie voraus. Daraus kann man nun mittels einfacher, wohlbestimmter Regeln, sogenannten Schlussregeln, neue Aussagen bilden. Also wenn man zum Beispiel die Zeile hat Alpha und eine Zeile, wo steht Alpha Pfeil Beta, dann kann man daraus nach der Schlussregel, dem sogenannten Modus Ponens, herleiten, die Zeile Beta und so weiter. Ein Beweis ist ein Gebilde aus Zeilen. Also Text darf man da gar nicht mehr sagen, wobei jede Zeile ein Axiom ist oder aus den vorhergehenden Zeilen mittels Schlussregeln hergeleitet worden ist. Wenn sowohl die Zeile A als auch die Zeile nicht A auf solche Art hergeleitet werden können, dann sagen wir, der Kalkül enthält einen Widerspruch. Also wenn die Zeile A hergeleitet wird, dann macht man auch so ein Zeichen davor, ein umgekipptes Groß T. Das heißt, die Aussage Groß A, diese Zeile ist hergeleitet worden durch die Schlussregel. Und das ein Widerspruch erhält man, wenn man sowohl das die Zeile A herleiten kann, als auch die Zeile, wo vor dem A so ein Haken steht. Das macht natürlich nur Sinn, wenn den Zeichen wieder ihre Bedeutung zurückgegeben wird. Und insbesondere diesem kleinen Haken die Bedeutung von nicht. Wir sind dann wieder aus dem Kalkül ausgestiegen und betrachten ihn sozusagen von oben. Und Hilberts Programm bestand nun darin, mit rein kombinatorischen Mitteln nachzuweisen, dass ein Widerspruch nicht auftreten kann. Dann wäre die Konsistenz des formalen Systems nachgewiesen. Nun ist ja der Gebrauch von kombinatorischen Finiten, anschaulich unmittelbar einleuchtenden Regeln, ja auch Logik. Aber eben nur ein Teil der Logik, der besonders gesichert erscheint. Vor allem ein Teil, der nicht nach Unendlichkeit und Ähnlichem riecht. Also so gesehen, man reduziert das Ganze auf einen besonders anschaulich evidenten Teil der Logik. Und in diesem Sinn hat sich in den Jahrhunderten seit Euklid eigentlich nicht so wahnsinnig viel getan. Hilberts radikale Formalisierung wird manchmal missverstanden. So als wäre die Mathematik tatsächlich nur ein sinnentleertes Spiel mit Zeichen. Hilbert lag dieser Auffassung natürlich fern. Niemanden lag sie ferner, könnte man sagen. Die Interpretation des formalen Kalküls auf der reinen Zeichenebene war nichts weiter als ein Trick, um zum ersehnten absoluten Widerspruchsfreiheitsbeweis zu gelangen. Hilbert nannte das Metamathematik. Das ist Mathematik, aber nicht innerhalb einer formalen Theorie, sondern Mathematik der formalen Systeme selbst. Also nicht Aussagen wie der Punkt X liegt zwischen den Punkten Y und Z, sondern Aussagen wie die Theorie X liegt zwischen den Theorien Y und Z. Dieses Programm entwickelte sich einige Jahre lang ganz ausgezeichnet. Hilbert selbst und einige seiner Schüler erzielten beachtliche Fortschritte. Doch dann kam es zu einer plötzlichen Notbremsung. Ein noch nicht 25-jähriger Postdoc namens Kurt Gödel, der sich selbst im Bereich zwischen Mathematik und Philosophie angesiedelt sah und dem bereits ein wesentlicher Beitrag zu Hilberts Programm gelungen war. Dieser Gödel wies nach, dass Hilberts Programm sein Ziel nicht erreichen konnte. Zugleich wies Gödel nach, dass in der Mathematik eine Diskrepanz zwischen Wahrheit und Beweisbarkeit liegt, die grundsätzlich unüberwindbar ist. Schlampig, aber einprägsam gesagt, in einer formalen mathematischen Theorie muss nicht alles, was wahr ist, beweisbar sein. Und insbesondere
Wenn es wahr ist, dass die Theorie widerspruchsfrei ist, dann ist eben das nicht beweisbar. Diese zwei Unvollständigkeitssätze sind von immenser philosophischer Bedeutung. Zugleich aber sind es mathematische Sätze und nicht nur philosophische Sätze über die Mathematik. Die bedeutsamste mathematische Wahrheit in diesem Jahrhundert, so hieß es später in der Urkunde des Ehrendoktorats, das die Universität von Harvard an Kurt Gödel verlieh.